Und auch einen Haufen weiße Familien. Und das gibt mit Sicherheit zusammen keine 200.000 Leute. 6 Tage die Woche nehme ich den Bus über die Woodrow-Wilson-Brücke dahin, wo Miss Leafold und ihre ganze weißen Freundinnen wohnen. Belhaven heißt das Viertel. Gleich neben Belhaven sind das Stadtzentrum und das Regierungsviertel. Das Kapitol ist riesengroß und sieht von außen schön aus, aber drin war ich noch nie. Ich frage mich immer, was die wohl fürs Putzen zahlen. Wenn man von Belhaven weiterfährt, kommt das Waisenviertel Woodland Hills und dann Sherwood Forest. Da sind meilenweit nur Eichen mit Moosfäden dran. Wohnen tut da noch keiner. Aber es ist dafür da, dass die Weißen hin können, wenn sie mal wieder wo Neues hinziehen wollen. Dahinter kommt man raus aufs Land, wo Miss Skeeter auf der Longleaf Baumwollplantage wohnt. Sie weiß es nicht. Aber ich habe da mal Baumwolle gepflückt, 1931 in der großen Depression, wie wir nichts zu essen hatten außer Regierungskäse. Jackson hat also ein Waisenviertel am anderen und an der Straße schießen immer noch neue aus dem Boden. Aber der farbigen Teil, wo wir wohnen, ist ein einziger riesiger Ameisenhaufen, eingequetscht zwischen dem ganzen Staatsland, das nicht zu verkaufen ist. Wenn wir immer mehr werden, können wir nirgends hin. Unser Teil wird einfach immer nur voller.